Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel. Wir befinden uns in Crusader Kings 3 im Kaiserreich Hispanien. Warum? Das neue DLC ist da, Fate of Iberia, und natürlich wollen wir spielen. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir direkt einen der spannenderen Charaktere in dem neuen DLC spielen werden. Deswegen sind wir im Kaiserreich Hispanien. Wir werden uns im Königreich Kastilien befinden, im Herzogtum Kastilien und dort in der Grafschaft Olmedo. Olmedo wird im Jahre 867, nämlich von der Gräfin Sibilla gehalten. Sie ist paranoid, arrogant und fleißig. Sie hat kein Spielererben und der Glaube, der Mosarabische oder Mosarabische, glaube bevorzugt männliche Herrscher. Und mein Ziel für diese Kampagne soll sein, ganz Iberien Mosarabisch zu machen. Das ist nämlich ein Achievement des neuen DLCs. Und ich dachte, das macht bestimmt Spaß. Ich werde das ein bisschen mit Roleplay versuchen. Also, ich werde natürlich am Anfang erstmal versuchen, möglichst schnell mein Erbe zu sichern. Ob das alles Roleplay-technisch klappen wird, weiß ich nicht genau. Ist nämlich schwierig, als Frau im Mittelalter sein Erbe zu sichern. Aber sobald das getan ist, werde ich möglichst Roleplay-mäßig spielen. Es ist eine relativ große Herausforderung, würde ich sagen. Denn wir sind zwischen den Katholiken und den muwaladitischen Glauben eingekesselt ein wenig. Und wir sind nur eine kleine Grafschaft und müssen sehen, wie wir zurechtkommen. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft, auch mit dem neuen Struggle of Iberia. Und ja, ich würde sagen, wir machen Iron Man an, gucken, dass die ungarische Wanderung auf historisch gestellt ist, haben dann Erfolge verfügbar. Und ich würde sagen, dann können wir eigentlich schon loslegen. So, das soll sein, das Let's Play Iberien. So. Speichern und los geht's. Ich stelle die Kamera auf etwas kleiner, dass ich hier nicht ganz so weit im Bild bin. Und dann geht's auch schon los. Wie ist unsere Situation? Unsere Situation ist, dass wir kein Lebensmittel ausgewählt haben. Das sollten wir erstmal tun. Wir haben einen Bildungsschwerpunkt. Wir sind scheinbar ziemlich gut in Bildung. Ich wollte unseren Charakter eigentlich erstmal angucken. Scharfsinniger Intellektueller sind wir geworden. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber es gibt natürlich bessere Bildungspunkte. Foki. Und wir haben doch ein Spielererben. Dann scheint ja das, was das Spiel mir eben gesagt hat beim Start, nicht ganz gestimmt zu haben. Denn wir haben ja doch Louis d'Escatalà als Erben und der ist auch unsere Dynastie angehörig. Also ist es schon mal gar nicht mehr so ein großes Problem. Dann können wir doch gleich mit dem Roleplay beginnen, scheinbar. Und wir wählen erstmal einen Lebenswandel. Ich würde auch sagen, wir bleiben in Bildung. Und gehen dort dann erstmal auf die Medizin, denke ich, da wir möglichst lange mit ihr leben möchten. Und dann gucken wir uns erstmal um, was für Möglichkeiten wir haben. Wir haben eine Tochter, sie ist 10 Jahre alt, sie ist tapfer und rauflustig. Ich mag die neuen Klamotten, die mit dem DLC kamen. Ich liebe seinen Hut. Er hat einen besonders schönen Hut. Unser Hut ist natürlich auch der beste Hut, den man hätte haben können. Also insofern schon mal 10 auf 10 für dieses DLC. Und ja, die Struggle-Mechanik gucken wir uns gleich mal an. Ich muss jetzt erstmal sehen, dass wir möglichst gute Bündnisse schließen. Nayera. Aber Nayera ist ein Muwaladist. Ja, wir können es jetzt mit katholischem Glauben und mit dem muwaladistischen Glauben zusammentun, weil der mosarabische Glaube so eine Mischung aus beiden irgendwie ist, aber eher christlich, glaube ich. Lass mal angucken, was der Glaube genau macht. Er ist ein organisierter christlicher Glaube. Kommunion, Ritus. Neue Glauben behalten bei ihrer Erschaffung des alten Glaubens überhaupt. Sehr interessant. Deswegen haben wir auch den Papst als Glaubensoberhaupt, glaube ich. Ja, wir haben den Papst als Glaubensoberhaupt. Und wir sind anpassungsfähig. Das heißt, wir sind schwerer zu bekehren. Okay. Unsere Sünden sind ziemlich genau wie beim normalen Katholizismus. Pluralistisch. Perversion ist verpönt, Hexerei ist verboten. Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind akzeptiert, aha. Das ist ja sehr interessant. Okay, aber erstmal jetzt hier um ein Bündnis sich kümmern. Das ist ein gar nicht mal so schlechtes Bündnis. Ich würde sie gerne mit dem 13-jährigen Sohn dann von ihm verheiraten. Ist das vielleicht auch matrilinear möglich? Nope, natürlich nicht. Das ist in Ordnung, denn ich gucke lieber noch mal ganz kurz nach.
Ja, bei uns sind Männer der erste Erbe, also männliches Vorrecht. Das stimmt ja schon mal, was das Spiel uns eben erzählt hat. Das heißt, wir können die Tochter auf jeden Fall unmatrilinear verheiraten. Aber nicht mit ihm. Das sollte nicht die Ehe sein. Ich wollte doch. Wo ist denn jetzt der Sohn? Der 13-Jährige. Hier ist er ja. Mit ihm solltest du heiraten. Ihr beide dasselbe Outfit an, das passt doch. Plus eins. Und dann haben wir doch schon mal ein starkes Bündnis. Dann können wir sehen, wie wir ihn eventuell. Hat hier irgendwer einen weiblichen Erben? Hier. Nura, die Tochter. Wenn wir unseren Sohn mit ihr verheiraten könnten, die beiden Kinder kriegen und das ist ein sehr langer Plan. Das dauert jetzt lange für eine Grafschaft. Ja, zwei blinde Kinder. Das ist ja sehr interessant. Ach, viel zu entdecken um uns herum. 400 Mann, 400 Mann, die wahrscheinlich eher so um die 400, 500 Mann. Und er hat eine 7 Jahre alte Tochter. Wie sieht's denn aus? Du könntest ja mal mit meinem Sohn heiraten. Werde nicht machen, da sie momentan sein Erbe ist. Dann nehmen wir doch deine zweitälteste Tochter. Verheiraten sie mit meinem Sohn? Ja, sehr gut. Vorschlag abschicken. Das machen wir. Und währenddessen können wir eigentlich direkt mal anfangen, diese Tochter zu ermorden. 10% Chance, das ist zu wenig. Warten wir mal an, ab, was passiert, wenn er angenommen hat. Und das Iberische Ring beginnt, sobald wir auf Play drücken. Das ist ja auch interessant. Die Iberische Halbinsel befindet sich in Aufruhr. Eine Spannung geschaffen von ihrer geschichtsträchtigen Vergangenheit. Außenstehende begehren das Land und die großen muslimischen und christlichen Mächte versuchen, seine Bewohner zu beeinflussen. Doch jene, die auf seinem Grund und Boden leben und sterben, werden am Ende auch diejenigen sein, die über sein Schicksal entscheiden. Ich werde nicht von meiner Vision für mein Heimatland lassen. Bei Gott. Haus Deskatla wird den Sturm überdauern und meinen Willen in die Tat umgesetzt sehen. Wir sind ein Beteiligter. Ich finde, die Musik ist sehr laut. Ich hoffe, es ist bei euch gerade nicht ganz so laut. Da muss ich demnächst mal gucken, ob das alles noch richtig eingestellt ist in OBS. Die Regierung befindet sich derzeit in einer Phase der Gelegenheit. Gelegenheit ist eine der Phasen im Ring. Das heißt, im Kriegs. Wir haben jetzt andere Kriegsauswirkungen. Ansprüche für Gieren kostet Prestige statt Gold. Kriege in der Ringregion kosten weniger Prestige. Wir haben Grenzüberfall als Kriegsgrund. Bezahlte Unterstützung und Treue verhandeln als Interaktion. Und Söldner sind günstiger. So, Kultur hat auch Auswirkungen drauf. Bekehren zu einer beteiligten Kultur kostet weniger. Neue Sprache erlernen gewährt uns Prestige. Das sollten wir vielleicht gleich tun. Einen örtlichen Adligen einen Titel gewähren bietet auch Prestige. Und die Entwicklung einer Gemeinde mit anderer Kultur zu erhöhen, erhöht Kulturakzeptanz. Aha. So, das Bekehren zu einem beteiligten Glauben kostet weniger. Gemeindebekehren verläuft in der Ringregion schneller. Und Religionskriege können in der Ringregion nicht erklärt werden. Okay, keine Religionskriege. Sehr interessant. Und wir haben die Möglichkeit, Anspruch kaufen frei, Zahlungsforderung Interaktion, wir können entführen, Druckmittel fingieren, Thronanspruch, alles gegen beteiligte Herrscher, Revolte anfachen, wir können Leute anfreunden, also ganz viele Sachen, die man normalerweise durch Lebensskill-Trees freischaltet, sind jetzt alle hier freigeschaltet durch das Ringen. Epos in Auftrag geben, okay. Und gewährt eine Chance, Ansprüche zu erhalten. Beteiligte Charaktere können Waffenstillstände kaufen. Das ist ja auch sehr interessant. Und eine Titelverkaufsentscheidung. Verrückt. Okay, wir sind jetzt also in dieser Phase. Und ich würde sagen, wir greifen unser Schicksal. So, aber ich wollte auch gerade nochmal hier kurz drauf gucken. Genau, unsere Tochter braucht nämlich noch einen Vormund. Und ich würde sagen, ich hätte gerne, dass du im Ränkespiel ausgebildet wirst, denn du sollst an einen Hof, wo es vielleicht wichtig ist, jemanden zu haben mit gutem Ränkespielwert. Und da möchte ich auch gleich mal sehen. Wir haben, unser Ehemann ist ein flüchtiger Schatten, also perfekt für die Ausbildung geeignet. Ein Hofarzt anwerben, das können wir uns nicht leisten, wir machen viel zu wenig Geld dafür. Und unser Bischof mag uns nicht, da will ich doch direkt mal. Will ich ihn beeinflussen oder will ich eine Sprache lernen? Gibt es ein Sprachen? Hofsprachen? Arabisch, Baskisch, Vulgär-Iberisch.
Was bedeutet denn dieser Grundwert? Den Grundwerten habe ich ja noch nicht verstanden, tatsächlich. Was für eine Sprache? Wir haben keine Hofsprache. Kann ich Arabisch von dir lernen? Zu weit weg für eine Interaktion? Achso. Aber von dir kann ich doch bestimmt Arabisch lernen, oder nicht? 95% Chance. Ich habe 0 von 7 Fremdsprachen. Okay. Ja. Ich scheine. Achso, weil mein Bildungswert so hoch ist, kann ich bestimmt so viele Fremdsprachen lernen. Sehr, sehr schön. Wir lernen erstmal Arabisch. Hier sehen wir den Struggle noch einmal. Das ist also genau das, was wir uns anguckt haben. Ein Waffenstillstand mit einem beteiligten Herrscher brechen bringt 25 Fortschritt für Feindseligkeit. Ein Titel übernehmen, der in der Jure-Teil von Hispania ist, 10%. Also das ist alles für die Feindseligkeit hier. Rivale oder Erzfeind eines anderen beteiligten Herrschers werden, das Geheimnis eines beteiligten Herrschers offenbaren oder einen beteiligten Herrscher und eine ebensolche Grafschaft bekehren. So, wenn wir Aussöhnung machen wollen, müssen wir jemanden aus dem Kerker entlassen. Okay, bester Freund oder Seelengefährte eines beteiligten Herrschers werden. Eine Grafschaft einem örtlichen Adligen einer beteiligten Kultur vergeben, zum Glauben oder einer solchen Kultur konvertieren und ein Nicht-de-Jure. Ach, man kann runter, konnte ich hier auch noch runter? Oh, weia. Okay, es gibt also Riesen Möglichkeiten. Ich lese es jetzt auch nicht alles vor, wie ich es vorher hatte. Okay, also alle freundlichen Sachen gehen halt eher in Richtung Aussöhnung, alle feindlichen Sachen gehen in Feindseligkeit. Das ist ja. Wer ist denn alles beteiligt? Eine ganze Menge an Menschen. Wirklich viele Menschen. So, dann gibt es noch einmischend. Das sind nicht so viele. Der Herzog von Guthia und Kalat Ayyub. Ob ich es richtig ausgesprochen habe, ich glaube eher weniger. Und ja, weiter auf Play drücken. Darauf warten, dass die Ehen eingegangen sind, dass wir die Bündnisse schon mal haben. Sehr gut. So, jetzt haben wir ein Bündnis mit ihm und ein Bündnis mit irgendwie in seinem Reich, dachte ich. Moment. Wo ist denn der zweite Verbündeter? Ja. Der Graf mit über 1000 Mann. Ich liebe dieses Wappen. Grafschaft von Soria mit einem Eichhörnchen als Wappen. Oder wie sie auch genannt sind, Baumninker, für alle, die es noch nicht wussten. Aber ich würde sie gerne auslöschen, die Familie. Oder zumindest deren Grafschaft übernehmen. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir expandieren können. Du hast keine Verbündeten. Ein Ringenkonflikt. Was kostet mich das denn? 150 Pietäten, die habe ich nicht. Grenzüberfall kostet mich Pietät und Prestige, das hätte ich. Grenzüberfall. Beteiligte Herrscher des Ibrischen Rings stehen diese besondere Form des Kriegs zur Verfügung. Der Angreifer will dabei eine bestimmte gegnerische Grafschaft, die an sein Reich angrenzt, mit einer Belagerung konfrontieren. Der Kriegseinführer erhält Gold für die Einnahme des Kriegsziels, das Entwicklung und Kontrolle verlieren wird. Auch Gebäude können vernichtet werden und zusätzliches Gold gewähren. Die Chance dafür erhöht sich mit. Okay. Also es geht nicht darum, dass ich es einnehme dann. Und Ringenkonflikt? Es ist nicht ungewöhnlich, dass Herrscher, die an einem Ring beteiligt sind, Grenzstreitigkeiten und kleinere Querelen haben, die das Wesen der laufenden Ringphase verändern können. Das häufige Vorkommen von nebensächlichen örtlichen Streitigkeiten erlaubt es Herrschern, kleinere Landnahmen durchzuführen. Okay, eine Landnahme. Das möchten wir gerne machen. Da brauchen wir jetzt mal Prestige für. Dafür gehe ich auf eine Pilgerreise. Den Hauptsitz entwickeln. Okay, so kann man also seine Entwicklung höher machen. Das ist ja sehr interessant. Zur örtlichen Kultur konvertieren. Was sind wir denn? Katalanisch? Katalan. Wir sind die einzigen. Oh, weia. Das habe ich vorher gar nicht gewusst, dass wir die einzigen Katalanen sind. Stadtstolz. Gebäude kosten. Okay, Städte sind günstiger zu bauen. Ritualisierung. Komplottstärke gegen Freunde wird stärker. Sehr interessant. Oeden. Küsten. Naja, gut, haben wir keine. Wir können Großteilung als Erbrecht erlassen. Das ist auch interessant. Okay, wir sind die Katalanen. Liegen aber im Gebiet der andalusischen. Das sind Kunsthandwerker. Gebäude sind günstiger. Überfalltaktiken. Ganz ehrlich, ich finde das jetzt schon interessanter als andalusisch. Vielleicht sollte ich direkt zu Andalusien konvertieren. Brettspielkrieger, auch sehr interessant. Haben die schon Innovation? Die haben Caballeros als Möglichkeit zu erforschen.
Wie sieht es denn bei uns aus mit Innovation? Wir können Caballeros auch erforschen. Wir haben noch jemanden, der katalanisch ist. Hier hinten haben wir noch Katalan. Und Herzog Bernard ist momentan der oberste Katalan sozusagen. Mit denen hätten wir vielleicht ein Bündnis machen sollen. Haben wir leider nicht geschafft. Aber egal. Ich drücke mal auf Play. Ich weiß nicht genau. Wir brauchen Pietät, wir brauchen Geld. Kann ich denn dem... Was haben wir hier? Das ist alles egal. Kann ich denn Geld vom Papst anfordern? Für 250... Okay. Das wird also nichts so schnell. Eine sturmumtoste Nacht. Klagende Winde peitschen gegen die Mauer meiner Residenz und heulen in der Nacht wie Hunde einer jenseitigen Hölle, die wie wild versuchen, mich aus meiner Feste zu zerren. Mein warmes Schlafgemach, das so fern von diesen zugigen Hallen ist, ruft nach mir, aber geht da die Eingangstür zu diesem Saal? Ich wirbele herum und fahre ob des unerwarteten Geräuschs zusammen. Ich sehe mich einem durchnässten, verwahrlosten Mann gegenüber, der ins Trockene schwankt. He, hustet er und spuckt einen Klumpen feuchten Auswurfs aus. Herrin, bitte, der Wind ist so heftig und ich bin schon seit so vielen Monaten auf der Straße unterwegs. Ich flehe euch an, gebt ihr mir ein Bett bis zum Sonnenaufgang, wenn der Sturm sich hoffentlich gelegt hat? Jemand, der sehr gute Bildung hat, der einen gesunden Körper hat, gelehrter ist, der ist ja hervorragend. Und er gehört unserem Glauben an. Er ist ja, gut, er ist 72, aber seine Gesundheit ist immer noch gut. Aber die Pietät hätte ich gerne. Er ist ja eh bald tot. Und wir können nichts mit seinem Glauben machen, seiner Bildung machen. Wir könnten ihn als Hoftutor einstellen. Ich würde sagen, ihr dürft eine Nacht verweilen. Ein Ringauslöser. Ein Anspruch auf einen Titel von irgendwas. Okay, die Feindseligkeit wurde erhöht. Okay, werden wir jetzt wahrscheinlich viele Pop-Ups kriegen. Immer wenn irgendwas passiert in der Ringregion. Ein amoröses Missverständnis. Und so diskutierte die Gräfin mit dem Rat über metaphysische Rätsel, während der Ratsverwalter fortfuhr. Ich blicke erschrocken von meinem Buch in der arabischen Sprache auf. Nur um Olibar zu bemerken, der sich sichtlich errötet über mich beugt. Oh, ist das etwa Arabisch, was ihr da sprecht? Fragt er. Wisst ihr, Arabisch ist die Sprache der Liebe. Und wenn ich mich nicht verhört habe, habt ihr mich gerade Hirsch genannt, ihr Schatz. Du kannst Arabisch oder was? Das glaube ich auch. Du bist katalanisch und deine Sprache sollte sein... vulgär-dorkische Sprache. Ja, natürlich, das ist genau das, was ich sagen wollte. Oh, lieber beschlafen. Oh ja, plus 50 Meinung, dann mag er uns. Das machen wir. und schon mag er uns. Wahrscheinlich sind wir auch noch schwanger geworden. Das wäre natürlich das Beste. dann sollten wir jetzt etwas mehr Geld kriegen, hoffentlich. Wobei, nee, eigentlich ist es auch egal, denn ich habe vergessen, dass wir noch gar keine Bischofsbesitztümer haben. Also verdient er selber auch gar kein Geld. Na, er mag gar kein Geld. Na, dann haben wir einfach so mit einem 51-jährigen alten Mann geschlafen. Das ist doch auch schön. ja, ich würde sagen, eine nutzlose Volkszählung in... Olmedo. Ja, geil. Jetzt ist unsere Grafschaft noch ein bisschen schlechter geworden. Minus 30 Garnisonsgröße, minus 20% Besitzzustand. Das hat uns 0,2 Geld gekostet für die nächsten 5 Jahre. Da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Haben wir einen besseren Ratsverwalter als einen auf Stufe 3? Ja, wir haben Adfuns. Den möchten wir doch gerne haben. Moment, wir nehmen erstmal nehmen wir Ali. Unseren schlechten Ratsverwalter. Der wird Ratsmarschall. Ich mach mal kurz die Kamera weg, dann seht ihr auch, was ich hier tue. Dann haben wir hier einen Diplomaten, der eigentlich gar nicht mal so schlecht wäre. Genau. Adfuns geht dann auf unseren Ratsverwalterposten. Agnes ist furchtbar. Sie ist aber sehr gut in Diplomatie, wenn ich sie dahin tauschen darf. Was ich nicht glaube. Die Frauen dürfen nur Ratsspitzel sein. Dann nehmen wir als Ratsspitzel... Würde ich sagen, nehmen wir... Salma ist auch furchtbar schlecht. Wir haben keine guten Ratsspitzel. Okay, dann nehmen wir erstmal einen Ratskanzler. Das wird dann Garcia, ein Ritter von uns. Ja, und der Abdul kann... Na, wobei... Kann Abdul bleiben? Nee, wir nehmen Garcia. Abdul muss weg. Und um einen Ratsspitzel, darum sollten wir uns jetzt mal kümmern. Ich könnte...
Hier, du bist ein Gast von uns. Wie wäre es denn, wenn ich mit dir eine Heirat, Martin, ja? Ne, so kriege ich keinen. Ich möchte jemanden haben. Der von seinen Nachbarn. So, dich hätte ich gerne an meinem Hof. Kommst aber nicht einfach so an meinen Hof. Aber wenn ich mit dir eine Heirat mit zum Beispiel meinem Ratskanzler und Ritter anheuere, nimmst du nicht an. Warum? Unwichtiger Höfling, ist von niedriger Geburt. Meinung über euch, über sie. Meinung von Graf Ulian. Graf Ulian, das bist du. Dann gehen wir hier doch mal hin. Du müsstest uns ja ein bisschen mehr mögen. Hast du jemanden mit hohem Intrigewert? Und so, die Gräfin. Das ist deine Frau, verdammt. Nee, hast du nicht. Du magst uns auch relativ gerne. So, du bist doch auch eine Möglichkeit. Nehmen wir dich. Ich wollte dich gerne verheiraten. Wieso muss ich denn jetzt... So, du mit ihr wird nicht annehmen. Eigene Heirat von Tarifa. Ja, merkwürdig. Kriege ich wohl nicht hin. Aber gut, dann würde ich sagen, sieht es ja momentan recht sicher aus. Wir haben einen starken Verbündeten. Wir müssen einem... Müssen wir noch auf Pietät warten? Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast ein Bistum, währenddessen du eine Stadt und ein Bistum hast. Dich anzugreifen wäre sehr wertvoll. Du hast keine Verbündeten. Wir haben 150 Pietät. Ich würde sagen, das wird unsere erste Kriegserklärung. Ich hoffe, unsere Verbündeten schließen sich dem Krieg an. Aber gehe ich mal stark von aus. So. Und wenn ich jetzt Verbündete rufen möchte, dann nimmt er nicht an. Und er nimmt an. Mit 540 Mann. Warum nimmst du nicht an? Weil du mich nicht magst. Ich könnte dir ein... Es ist schon wieder unglaublich laut. Ich muss die Lautstärke gleich leiser machen. Wo ist Geschenk? Da. Aha. So viel Geld ist da. Habe ich ein Artefakt, was ich dir nein, das möchte ich dir nicht schenken. Ja, dann nehmen wir erstmal den anderen auf jeden Fall noch mit in den Krieg. Und wie wir den anderen in den Krieg mit reinbekommen, das werden wir in der nächsten Episode sehen, denn das soll es für diese Episode gewesen sein. Ich habe richtig Bock auf diese Let's Play. Ich glaube, wir können relativ schnell wachsen. Und wenn wir erstmal unser erstes Herzogtum haben, dann sollte es auch richtig, richtig fix vorangehen. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir eher in Richtung Muvaladismus oder eher in Richtung Katholizismus gehen möchten, was unsere Freundschaften angeht. Im Endeffekt sind es alles unsere Feinde, denn wir wollen den mosarabischen Glauben verbreiten. Und ich glaube, das ist ein ganz cooles Ziel. Ich habe Bock auf dieses Let's Play. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf dieses Let's Play. Ja, ich sage bis dahin, euer Mische.